herzlich willkommen zu Minecraft. Heute wollen wir ins Nether und dafür brauchen wir Obsidian. Und das müssen wir erstmal herstellen. Das heißt, wir suchen uns jetzt eine coole Höhle. Und ja, versuchen Lava und Wasser zu finden, aber zuerst brauchen wir natürlich Diamant. Also Wasser finden wird sehr schwer, ja, für dich. ja. Ich habe ja hier eine Höhle, oder wollt ihr eine andere Höhle? Wieso? Naja, du kannst ja dir einen Wassereimer besorgen und gehst in den Lava-Dings da rein und ja. Ja, ich weiß, aber wir brauchen trotzdem was für dir, Diamant. Von da hinten, siehst du das? Da oben? Also in diese Richtung, wo ich jetzt. Ach, da hinten, da, ach, da hinten, ja. Vielleicht hat man da schon eine Chance, dass da schon Obsidian ist. Ich glaube aber, wenn Lava auf Wasser trifft, dann entsteht Bruchstein. Ja. Aber wir können schauen. Also ich schwimme jetzt vielleicht nicht. Zu spät. Du hast so ein Boot mit. Und hier hinten sind Tannen. Nein, aber es geht um die Ertrunkenen. Ich habe da meine Bedenken. Ein bisschen Angst. Angst, Potter. Träum weiter. So, naja. Stein. Ich glaube, Obsidian wird vielleicht nicht das Problem sein, das zu finden. Ich denke eher, dass Diamant das Problem sein wird. Nein. Also, Dragon müsste noch einen Diamant von mir haben. Also brauchen wir bloß noch zwei. Da brauchen wir bloß noch zwei. Vier Steine. Ja, aber. Aber ich kann diese Lava abbauen und kann dann schon mein zweites Loch graben mit der Lava, dass ich die da reinfüllen kann. Würdest du so ein Endlosloch? Nein. Aber da brauchen wir zumindest zwei nur Obsidian weniger. Genau. Ja, okay. Oder was heißt weniger? Wir brauchen erstmal eine Spitzhacke. Also eine Diamantspitzhacke und dann können wir loslegen, ja. Und dann, je nachdem, wo wir halt den Lavasee finden, dann ja, Obsidian abbauen. Okay, dann werde ich mich jetzt wohl dem nächsten Höhle begeben. Ja. Tu das! Und ein bisschen nach Diamant suchen, aber du musst also wieder zurückschwimmen. Ja, such lieber nach beiden. Wir brauchen nämlich beides. Ja, ich weiß. Wie meinst du jetzt? Ja, wir hatten ja schon mal Lava gefunden. Da habe ich mir sogar die Koordinaten aufgeschrieben. Ja, dann sag mir das, dann hole ich mir jetzt Lava und dann können wir schon mal los. Lava. So, warte, müssen wir zum Land schwimmen, dann sag ich's dir. Ja, immer mit der Ruhe. Selber noch nicht anwenden. Oh, dieser Doppel. Jetzt wissen 2075? Warte, ich schreibe mir. Ich notiere mir das eben. 2075. 1597. Alles klar. Okidoki. Danke Ihnen. Bitte. Firma Dank, Chef zahlt. Rechnung kommt. Rechnung eingegangen. ich hab die Lava. Ich hab sie. Ups. Und sie verschwindet. Nether bauen. Ja, irgendwo, weiß nicht, so ein bisschen mittig von all den Häusern irgendwo. Unten in der Höhle drin oder einfach auf Festland? Also quasi außerhalb. Gute Frage. Also ich weiß, würde sagen, wenn du außerhalb. Aber hier ist wieder so ein Dude. Wenn du in der Höhle einbaust und dann in den Nether reingehst. Ist das dann nicht, sag ich jetzt mal, riskanter, dass du dann mitten zwischen diesen Geistern landest? Du keinen festen richtigen Punkt hast? Naja, ich weiß nicht, der Punkt ist ziemlich random, würde ich sagen. Wo du spawnst im Nether. Okay. Ey, Hauptsache finden da auch Netherwarzen. Ja, also wenn das, also Netherwarzen und Lohen brauchen wir. Ja. Also Lohenstäbe. Okay. Geil wäre es natürlich, direkt in der Festung zu spawnen. Ey, das wäre mega geil. Habt ihr eigentlich Knochen?
Ja, müsste ich haben. Ja. Möchtest du Knochen? Ja, gerne. Ich habe nicht nur einen Knochen. Ah. Nein, jetzt nicht. Ich weiß. Ach so, du weißt, du weißt. Ich weiß alles. Ja, ich weiß. Ah, ich weiß. So, jetzt bin ich tiefe Elf. Ich wollte schon sagen, du bist jetzt Team sonst was. Okay. So kann das jetzt gerade. Ja, ich wollte. Oh, ich hoffe, dass ich gleich Diamant finde. Warum? Willst du Diamant haben? Weil wir Diamant brauchen. Wir brauchen eine Diamantspitzhacke. Diamanten sind toll. Ich mag Diamanten. Ja. Ja. I love Diamonds. Ich sehe, wer von uns am schnellsten Diamant findet. Ja, ich schwöre nicht, ich bin beim Haus. Okay. Yes. Und Dragon ist bestimmt so seine Pflanzen gerade züchten. Nee, ich habe aus Versehen die Knochen falsch eingesetzt. Nein! Also ich hätte noch 6 Stück anzubieten, du hast ja nicht alle genommen. Also du könntest natürlich noch welche bekommen, weil ich brauche die nicht. Wie viel Erde ist hier bitte? Ich habe aus Versehen Farbstoff ausgemacht. Krass, wie viel Erde unter der Erde ist. Ja, ja, oder? Okay. Fuck. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine blöden Kartoffeln und Möhren und Getreide und alles so irgendwie scheiße wächst. Außer meine roten Beete, die wachsen super. Wenigstens wächst irgendwas. Ja. Wächst immer. Genau. Das denke ich mir auch immer unten rum. Hahaha. Ekelhaft. So. Oh, danke schön. Dankeschön. Oh, bitteschön. Gold, 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 Gold. Aber leider kein Diamant. Aber ich hoffe, dass hinter dem Gold vielleicht Diamant sich versteckt. Oder, dass sich da Erde versteckt. Also Erde würde ich schon ziemlich feiern. Ja. Erde ist nice. Mm. Erde. Nice. Erde. Kann man Erde essen? Ich weiß auch nicht, warum sie hier. Das gibt eine Anzeige. Das gibt eine Anzeige. The Karin. Ja, ich wollte eigentlich meine Melonsamen anbauen, aber. Ich brauche noch einen Ofen. Nein. So, der kommt auch dahin. Ich denke, also ich glaube, dieses Flugmonster, da, dieses Traummonster, das kommt dann erst, wenn wir 3 Nächte nicht geschlafen haben. Also, ja. Ab und zu mal schlafen wäre gut. Ja. So wie halt so wie eben im echten Leben wäre mal ab und zu mal gut so 2-4 Stunden Schlaf. Aber ich bin ja unter der Erde, da kann ich nicht schlafen. Ich habe jetzt mein Bett nicht mitgenommen. Ja, ja, ich sage auch jetzt nicht, ich habe ja auch jetzt nicht gesagt, dass das schon da ist, ja. Ich habe nur gesagt, dass es dann nach 3 Nächten dann, glaube ich, spawnt. Ja. Da ist es echt noch angenehm zu verkraften, das Monster, aber irgendwann. Dann blöd. Für eine Spitzhacke brauche ich 4, ne? Ja. Nein, 3. Wer lungert denn hier auf meinem Grundstück rum? Zumindest in meinem Hintergarten. So, reicht schon. Hallo? Warten Sie kurz warten? Hallo? 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 Ach so. Ich bin hier gerade auf den Koordinaten. So. Eine Spitzhacke für mich. Aber... 1597, 16. Und noch ein paar Fackeln. Perfekt. Oh, 16. Wo komme ich denn nach 16? 16. Um. 16 ist die Höhe. Das ist voll ab 20, nach unten. 57. Also du musst nur die erste und die letzte Position musst du hingehen. Ja, und dann und wieder zurück. Genau. Aber ich würde nicht zu weit straight, ich würde vielleicht ein bisschen versetzt mich runterkarten, weil ja, sonst kann das sein, dass du schön in die Lava reindroppst. So, das ist ungefähr. Ich hatte die ganzen Mongos kommen unten schon wieder angeschoben. Die ganzen Mongos. Ey! Wirkte Mongo! Ah, hier ist Obsidian! Sinnlos mit 2 Kranken, ja. Ich habe ein Obsidian gewonnen. Ja, das. Und ist ein Lavastein! Schön, und ein Lavastein! Hast du eine Diamantspitzhacke? Nein. Ja, siehst du. Dann gehe ich jetzt hier weiter geradeaus. Obwohl ich natürlich auch mal ein bisschen Materials sammeln könnte. Könntest du tun.
So, jetzt mache ich mich kurz hier in die Richtung. Das könnte ich nicht, okay, das mache ich jetzt auch. Ich werde Hustencheck in meine Höhle gehen. Mach das. Und auf jeden Fall nochmal vielen Dank für die Melonsamen. Ich liebe Melonen. Ich liebe Melonen. Melonen sind nice. Das ist so schwer sein würde, Diamanten zu finden, Alter. Manchmal habe ich. Oh, hier kommt Wasser! Oh, wo kommt das Wasser her? Oh, was ist denn. Baus ist... ab, baus ab. Nein, hier ist irgendwas das hinter dem Wasser. Wir brauchen das Wasser. Bau das bitte ab. Nein, hier ist ganz viel Obsidian. Hier ist Obsidian. Ich habe Obsidian gefunden. Ganz viel. Ja. Unter Wasser. Hast du eine. Diamantspitzhacke? Nein. Dann ist das schade. Ich lasse es aber jetzt offen. Wenn ich weiß, da ist Obsidian. Da kann ich ja das eine Obsidian zubauen hier. So, hier ist kein Obsidian, sondern da. So, da gehe ich mal in meine Mine. Mindestens, ja. Ach genau, ich wollte mich ja weiter runterbauen. Ich war ja noch nicht mehr auf der Höhe, wie ich wollte eigentlich. Stimmt, das war ja so. Kohle, 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 Kohle und da ist Lava. Hier ist mächtig viel Lava. Ja, das ist normal. Normal? Nur diese Lavasteine, Alter. Also hier kann ich mich nirgendwo weiterbauen. Oh Mann, wo kann ich überhaupt nur lang bauen? Auf der Erde ist Wasser, da ist Lava. Oh, Diamant! Diamant! Musst du richtig schreien. So. Ich habe zwei Stück. Reichen zwei? Ja, wenn Metal den einen noch hat, ja, dann können wir jetzt eine Diamantspitzhacke bauen und dann können wir das Obsidian abbauen, was ich gefunden habe. Aber die Diamantspitzhacke gibst du mal lieber Dragon dann. Dragon, wo bist du? Bin ich dir. Ja, ich stecke hier gerade ein bisschen. Wo steckst du fest? In einem Samttumpel. Okay. So, ich dachte jetzt schon in einem Loch. Nein, aber der Wunsch. Hast du ein Crafting Table in deinem Haus? Ja. Ja. Cool. Daneben ist auch der Diamant, glaube ich, in deinem linken. Ja, hab ihn gefunden. Cool. Ja, alles klar. Und ich mach gleich eine Diamantspitzhacke draus. Sie kennt sich schon aus in deinen Kisten, weil es auch Physik. Cloud. Ey, gar nicht. Ich merke schon. So, fertig, hab sie. Oh! Das ist schön, so. Und jetzt geh Obsidian abbauen. Nein, ich denke, ich soll auf Türken warten. Nein, jetzt hast du sie ja. Jetzt ja, mach einfach. Ich bin hier gerade in der Wildnis. Hier am 10-mal Haken. Hast du gesagt, brauchen wir. Du machst einen auf Bear Grylls. Ja, safe. Ja. Ich glaube, ich hab ein Haus. Bloß nicht ertrinken, bloß nicht ertrinken, bloß nicht ertrinken, bloß nicht ertrinken. Auf dem Baum? Kann ich das überhaupt unter Wasser abbauen? Oder muss ich erst? Oh Gott. Ja, vielleicht wäre es günstig halt, das Oberwasser abzubauen, weil du hast nicht so viel Kraft unter Wasser. Ja, ihr ist gerade aber irgendwas explodiert unter Wasser. Das war nicht so Lava-Dings, aber ich finde auch nicht. Wo bin ich? Ich habe halt nur Obsidian unter Wasser gefunden, das ist halt das Problem. Was ist das denn? Ja, ansonsten halt zu einem Lavasee. Wieso kann ich jetzt eine Obsidian hier nicht abbauen? Auch selbst mit Diamantspitzhacke? Das dauert länger. Oh. Und du kannst unter das Wasser. Das Lava unter Wasser. Da drunter, scheiße! Mann, jetzt ist es voll gerade in die Lava geklatscht. Oh! Ja. Mann! Ansonsten, ich grab hier mal ein bisschen und dann werde ich sehen, ob ich irgendwo einen Lavasee finde und dann ansonsten kommst du zu mir. Und bauen wir das bei mir ab. Ich baue hier, guck ich nochmal, wehe, da ist da irgendwas drunter. Ich habe hier ein Dorf gefunden, mit ohne Einwohner. Nee, warte mal, ich mache eine bessere Idee. Die sind ausgewandert. Ja, aber das ist... Die sind nach Madeira ausgewandert. Das ist so interessant. Ich weiß das nicht. Das ist mit Moos befleckten Steinen. Ah. Ach, also so ein altes Verlassensdorf. Ah, stimmt, ja, die ja. Gibt's, glaube ich. Und die sehen aus wie Zombies, aber die greifen dich nicht an. So, ich habe ein Obsidian. Sicher? Können wir Lavablöcke gebrauchen? Ich habe Obsidian ganz viel gefunden. Weiß, wie ich es abbaue. Tisch. Nein, Lavablöcke brauchen wir erstmal nicht. Wir brauchen halt nur Obsidian. Halt 10-mal. Das kriege ich hin gerade. Ich habe einen Kompass. In der Kiste gefunden? Ja. Nice. Nice. Nice.
Ja. Ja, besser. Also da muss ich mir auch ehrlich sagen, der Typ hat irgendwie Probleme. Diesen Clips noch. Nice. Nice. Das war auch so gut, das Video. Ah, ich habe einen Braustand. Brauchen wir einen Braustand? Ja, definitiv. Ja, aber wir müssen ja später noch Tränke brauen. Naja, das ist ja das, deswegen brauchst du den Braustand. Ich glaube, meine Nachbarn haben Autismus. Wieso? Weil er gerade ein gemacht hat. Ja, komm. Ey, komm. Sag gerade die richtige. Ich habe keinen Autismus. Oder wie war das bei dem Turm, wo er die Tippner geschildert hat? So, seid ihr, wir müssen hinter. Aber ich habe keinen Autismus, Mann. Sagt ja auch keiner. Nee, gar nicht. Aber du schreist ja selbst so rum, ja, und jetzt, oh, ich glaube, meine Nachbarn haben Autismus. Ich habe nämlich einmal Feuerstein und einmal Eisen. Was? Du bist ja voll schlau. Ich bin voll cool. Achtmal? Boah, ist ja voll cool. Gleich geschafft. So, ich glaube, das tut so machen und das tut so machen. Oh nein, hör bitte auf, so zu reden. Was denn? Das tut so machen. Ja, Problem. Ja, es klingt schrecklich. Warum? Weil das ein schrecklicher Ausdruck ist. Ach Quatsch. Ich fahr so, der Sprinter macht so, ich mache so, Unfall. Und dann mach so, Auto so machen, ich mache so, aber Unfall. Ich hab nur Brot. Gib mir, hier, komm her. Gib mir am besten das Obsidian komplett, weil das baue ich jetzt. Ich hab aber nur, darf ich mir Weizen? Witzig, du gibst mir das, ja, und nimmst es aber wieder auf, Alter. Darf ich mir Weizen von dir nehmen? Nein! Warum? Weil Brot und so. Ja, ich habe ja selbst nicht mal irgendwas. Aua, oh, der Bauer. Was ist das? Ich brauche eindeutig Felder, Junge. Ja, du brauchst mal Felder. Bau dir welche. Ja, mache ich jetzt, weißt auch. Du, jeder hat sich schon Felder gebaut, außer du. Süße Beeren? Warum stechen die? Ja, wollen wir den Moment genießen und das Netherportal entfachen. Ja, ich komme. Ich bin gleich da. Ja! So, ich bin im Anmarsch. Oh, ich hab vergessen mein Zeug. Warte, ich komm gleich. Ich muss noch mein Essen mitnehmen. Warte. Oh, wo ist er hin? Warte, Essen muss ich noch mitnehmen. Warte. Bin gleich da. Wir müssen hier richtig flexen. Wir müssen da Goldblöcke hinsetzen. Weißt du? So, da bin ich. So. Trommelwirbel bitte. Warte. Ja, man kann es ja zum Glück nicht drüber schneiden, ja? Nein. Du Trottel, Alter. So. Und jetzt kommt der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Bam! Risiko, ja. Du gehst schon rein. Ja, nicht? Viel Spaß. Nein. Ist immer so cool, wenn man kurz da durchgeht und dann. Warte. Ist wie bei Harry Potter so durch die Mauer, ne? Oh nein, ich möchte nicht. Warte, ich möchte jetzt nicht netter. Doch nicht. Ich möchte. Nicht. Ich möchte nicht. Auf Alter. Dieser Minus-Moment. Die Folge wird heißen: Drei Idioten freuen sich, dass sie ein Netherportal haben und entscheiden sich immer kurz davor, nicht reinzugehen. So, okay, wer geht als erstes? Ich. Echt jetzt? Wollt ihr wirklich schon reingehen? Ich wollte jetzt eigentlich noch ein bisschen halt meine. Ja. Warte mal, habe ich Ofenkartoffeln? Lass uns reingehen. Na, das. Ja, okay, klingt eigentlich. Okay, du gehst zuhause. Okay, warte. Ich muss bloß. Bin da! Ja! Du Bastard! Was denn? Ja, ich wollte zuerst rein. Ich war doch hier. So, wollen wir was anderes machen? Ey, ja, Mann! Wie sieht's denn aus eigentlich im Netter? Nettrig.
Nettrig. Wir sind... Wieder. Wir ja, sind... komm erstmal wieder zurück, Mann. Wir wollten doch erstmal noch ein paar Dinger sammeln. Essen und so. Ja. Zum Beispiel. Hä? Was denn? Komm ich hier wieder raus? Ich hänge fest. Ich hänge im Nether fest. Na was? Ey, ich komm nicht raus. Nee. Sollen wir dir helfen? Geht das oder? Ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Nee. Wie komme ich hier nicht raus? Ja, keine Ahnung. Siehst du uns schon? Siehst du uns schon? Ja. Okay, komisch. Na, ihr habt was rumgebaut, oder? Nein. Na alles klar, gut, doch. Also. Ich komme ja auf keiner Seite hier raus. Das ist dumm. Oh, das ist gut. Komm, ich lass sie mal raus hier. Ja, komm. Ja, los. Ja, danke. Kein Problem, kein Problem. Aber ich dachte schon so, wo bin ich denn jetzt? So. Ja, los, jetzt kommen wir. Ja, komm, jetzt gehen wir alle rein. Okay. Naja, vor allem, ich denke nicht. Ja, doch. Boah, wieso hast du ein Diamantschwert? Ja, weil ich mir eins gebaut habe. Ich habe auch schon vor dir Diamanten gefunden. Okay. Geht's rein.